Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem 12,5 Mio Coins Squad Builder Battle. Heute wird es Coins regnen, denn wir bauen die besten der besten Spieler ein, um auf diese Coins am Ende des Tages zu kommen. Und mein Gegner hat ein paar Coins mitgebracht. Hoffe ich zumindest. Was geht ab, Bro? Hey, was geht ab, Leute? Prunes ist auch am Start. Ja, es reichen nicht nur die besten, man braucht wirklich die teuersten. Ihr seht ja schon unsere Stars, die sind mächtig. Und die erfüllen nicht mal die Hälfte vom Team. Also, es reicht nicht nur ein Star heute gefühlt, man braucht zwei, drei, vier Stars irgendwie, die man so im ganzen Team verteilt, um die Coins zu erreichen. Oh, das hört sich krass an. Aber nachdem wir letztes Mal 10 Mio Coins SP gemacht haben, wolltet ihr das Ganze sehen, dass wir nach oben gehen, wenn wir auf 15 Mio hochgehen sollen, Freunde, dann lasst gerne wieder ein Like da, supportet das Ganze, wenn genug Likes zusammenkommen, dann machen wir das auch die nächsten Wochen und abonniert gerne beide Kanäle, checkt Danny ab und ich würde sagen, Bro, du darfst gerne deine Tafel reinhalten. Okay, Stürmer, rechtes Mittelfeld, mal gucken, was so geht bei dir, ich hab... Wo fange ich an? Ich fange mal auf meiner Stürmerposition an, denn da wird es direkt riskant, denn ich packe nochmal zu Eric Cantona ein paar Coins rein, und zwar ein paar viele Coins, und das ist eine Informkarte. Und wenn er so teuer ist, dann ist das Vinicius Junior von Real Madrid, einer der besten Spieler im Spiel für mich, meiner Meinung nach, zumindest so als Goldkarte, Icons jetzt natürlich nicht, da gibt es Pelé, da gibt es R9, aber Vini kommt da auch dran, sage ich. Und auf der rechten Mittelfeldposition dann kein Perfect Link, falls du Vini hast, will ich da auf Nummer sicher gehen. Aber trotzdem sehr guter Link für ihn. Und das ist von Barcelona, ebenfalls ein Brasilianer. Und das ist diesmal Rafinha. Der kommt auch noch hier mit ins Team, wenn er darf. Ja, ich bin früher auf Frankreich gegangen. Ich dachte direkt mit Cantona schon mal ein paar dicke Verbindungen holen. Mbappé, Dembélé, Gornix. Ja, Mbappé hätte die Coins natürlich direkt in meinem Team voll gemacht, ne? Hätte ich, glaube ich, gar nichts mehr einbauen müssen, weil der irgendwie 3 oder 4 Millionen kostet. Aber so muss ich noch ein bisschen was einfügen. Und ich würde sagen, ich habe für dich Stürmer und ZOM aufgeschrieben. Yes. Und ich tue einen guten Link auch direkt rein. Nicht zu Mbappé, sondern welche, die gut zu sich linken. Das ist einmal die Frau Smith vorne. 350k kostet sie. Ist auch eine komplett wilde Karte. Und die muss ich dann linken mit einer Karte, die aber auch sehr wild sein kann, weil Powershot Playstyle ist ja gerade crazy overpowered und sie hat den Lavelle. Ja, und du spielst auch schon bevor es überpowered war, immer mit diesen Powershots. Was ist denn jetzt mit dir los? Das ist doch ein perfekter Patch für dich gewesen, oder nicht? Ja, kann richtig Bock machen, sag ich ehrlich. Bruder, er hat mir schon vor Wochen, wo dieser Powershot noch nicht mal so krank war und auch in den letzten FIFA-Teilen immer irgendwelche Powershots von Mittellinie gedrückt. Ich will nicht wissen, was hier heute passiert. Ich werde die auf jeden Fall versuchen zu blocken. Du darfst beide spielen. Ich hatte Vini und Bellingham auf der Tafel. Schade. Ja, wir kommen zu den nächsten Spielern. Tja, jetzt halt echt viel möglich. Ich halte einfach mal die Tafel rein. Jetzt wird es auch nochmal teuer. Ich füge wieder ein paar teure Spiele ein. Es gibt immer diese Taktik, dass man so zwei, drei richtig teure reintut und dann ein bisschen chillt. Ich habe heute komplett auf jeder Position gefühlt einen teuren Spieler. Ist auf jeden Fall gut fürs Gameplay, aber falls ich verlieren sollte, nicht so gut, weil dann wird auch garantiert ein teurer Spieler discarded. Aber ich gebe alles, dass ich heute gewinne. Auf meiner Rechts-ZM-Position, als der Leihspieler da reingekommen, muss dann noch den richtigen reintun, ist Tchouaméni als Total Rush-Karte. Sehr, sehr krasse Karte. 88er Rating. Top. Dann habe ich auf der linken Seite eine Goldkarte auf bisschen chillen angelegt und das ist Declan Rice von Arsenal. Der hat eigentlich auch eine ganz solide Karte, wie ich finde. Finde ich ganz cool. Und auf der linken Mittelfeldposition dann noch meine Hero, die darf man natürlich auch einbauen. Und der gibt Declan Rice direkt Full Chemie. Ich weiß gar nicht, wieso der so viel Chemie gibt, aber das nehme ich natürlich dann dankend an und das ist McManaman. Ah ne, doch nicht Full Chemie. Zwei Chemie. Ich wollte gerade sagen, zwei, ja, wegen Doppelliga und Nationen. Bei Full Chemie wäre ich ehrlich irritiert gewesen. Ja, okay. Ja, ich bin auf Spanier gegangen. Linkes Mittelfeld Claudia Pina, die hat ja auch eine 300k-Karte. Mitte Bonmati. Und ich habe sogar noch Spanier zufällig aus Premier League Rodri aufgeschrieben, aber ist ja auch nicht richtig. Also keine Ahnung, nichts von Kauf. Okay, das heißt, mein Mittelfeld steht auch. Oh, Freunde, guckt euch das an. Ey, das wird wild, das wird wild. Das ist ein starkes Team bis jetzt. Weiter geht's mit deinen Spielern. Mal gucken, ob deine Spieler auch drin bleiben. Ja, die Sache ist, früher oder später brauche ich ja Links für Kylian Mbappé. Und da gibt es schon einige Links. Die Frage ist, wie sehr schwitzt du auf diese Real Madrid? Vielleicht auch mit Franzosen links und Tchouaméni hat bei mir auch geisteskrank gepasst. Aber ich sag so, ich gehe auf frech dann doch lieber zu Barca, obwohl den Spiel, der über 1 Million Coins kostet. Auch eine Rush-Karte, De Jong. Ah, interessantes Battle anscheinend da jetzt im Mittelfeld. Daneben holen wir meine Icon, auch 500.000. Einfach jeder Icon ist teuer. Am Ende vom FIFA kostet er 10k, jetzt kostet er einfach noch 500.000. Rijkaard. Oh mein Gott. So, und im ZOM, da gehen wir jetzt einmal auf Real Madrid. Ich weiß, es ist riskant, aber ich probiere einfach, weil du hast ihn eben schon gehabt. Bellingham.
vielleicht diesmal nicht. Boah, Freunde, es ist passiert, es ist passiert, es ist passiert. Der erste Spieler wurde erraten und ich hatte die Ex, Bellingham einfach nochmal aufzuschreiben. Ich habe ihn weggewischt, ich habe echt überlegt, soll ich ihn nochmal aufschreiben? Und dann habe ich es echt gemacht. Ich habe Bellingham einfach nochmal aufgeschrieben und es hat geklappt. Ich hatte noch ebenfalls Tchouaméni. Du hast De Jong, ich habe Tchouaméni. Wir haben diese beiden geilen Total Rush-Karten aus der La Liga. Können wir heute beide testen. Ja. Du darfst deinen behalten und ich hatte noch zu guter Letzt Vieira, weil ich gar keinen Bock habe, gegen den zu zocken, weil ich gesehen habe, irgendwelche E-Sportler haben den auf einmal und keiner kommt da durch. Ja, okay. Egal, Redman kommt ins Set-Ram, der war ein bisschen risky, aber passt. Jawohl, Junge. 1-0, weiter geht's. Ey, Freunde, wir sind schon in der Defensive angekommen. Jetzt kommen die Außenverteidiger. Wenn ich jetzt einen verlieren sollte, dann ist das der Bruch, weil ich glaube, ohne den Außenverteidiger in FC 25, das wird zu viel. Das wird wirklich zu viel. Aber ich gehe in meine dritte Liga. Ich habe jetzt ja gerade schon zwei Ligen. Einmal die Premier League und einmal die La Liga. Und jetzt kommt die... Welche Liga kommt die? Bundesliga, Freunde. Auf der linken Seite mit Leverkusen. Und zwar mit einem Spanier. Alejandro Grimaldo ist es auf jeden Fall hier auf der Linksverteidigerposition. Da ist er. Und auf der Rechtsverteidigerposition habe ich da auch einen aus der Bundesliga. Ja, habe ich. Und sein Name ist Jeremy Frim. Hum. Auch geil. Okay, guter Link schon mal, aber die haben beide, glaube ich, ein Chemie. Wird noch eine Icon von dir kommen, dann kommen die auf zwei. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich habe noch nicht damit gerechnet. Ich habe Gusto als Rechtsverteidiger, auch komplett kranke Karte von Chelsea, 450k kostet die. Und Alaba links hinten, hätte man auch nochmal machen können, wäre auch direkt voll, ist ja auch SBC 150k. Ja, aber was Coins angeht, haben wir auch schon gut geackert in unseren Teams, ne? Deswegen halt mal bei mir rein, bin ich gespannt, was du da so aufgeschrieben hast. Ich frage mich, ob du so übers Budget gegangen bist. Das darf man natürlich auch, ist jedem natürlich freigestellt. Gestellt, aber ja. So viele Coins hat halt fast noch niemand. Deswegen bin ich mal gespannt, wen du jetzt mitgenommen hast auf deine Außenverteidigerposition. Naja, gab verrückt viele Optionen. Ich habe auch überlegt, Alaba, weil ich die SBC habe, einfach mitzunehmen. Aber das Ding ist, ich habe auch Mondi untrade. Und warum? Also es kommt schon jetzt unauffällig, glaube ich, nochmal sogar diesen Overkill mit Perfect Link zu machen. Deswegen hole ich Mondi 130k nochmal rein. Und Rechtsverteidigerposition, da wird aber komplett gechillt, sage ich dir, wie es ist. Da habe ich nämlich eine Frau am Start. 82, okay. Muss ich einmal ganz kurz scrollen. Und dann haben wir sie auch gleich schon drin in der Mannschaft. Nämlich die gute Mace aus der MLS. Also wo du Frau gesagt hast, konnte ich sowieso schon loslassen. Bro, ich dachte jetzt so über die Franzosen mit Mbappé und so weiter und so fort, gehst du jetzt noch in die Serie A. Aber was mich voll gewundert hat, das ist ja gar kein Perfect Link mehr. Ich habe aber den alten Perfect Link aufgeschrieben mit Theo Hernandez und Kalulu. Aber Kalulu ist inzwischen nicht mehr im Club von Theo. Die spielen nicht mehr zusammen. Kalulu ist zu Juve gewechselt. Witzig. Kein Perfect Link, okay. Schade, Wakes. Das heißt, die Außenverteidiger darfst du behalten. Es steht immer noch 1-0 für mich. Die letzten drei Positionen. Innenverteidiger und Torwart jetzt. Jetzt wird's richtig ernst. Für dich vor allem. Ja, die letzten drei. Meine letzte Chance, irgendwas zu holen. Deswegen hau ich direkt die Tafel rein. Okay, okay, okay. Also bei mir haben noch einige im Team keine Full-Chemie. Aber... das machen wir jetzt. Du hast es sogar schon... eine Icon macht so viel aus und es wird eine Icon kommen, aber... du hast es schon vorhergesagt, dass noch eine Icon kommt. Ja, ich habe so Angst, ne? Ich fange nämlich jetzt auch direkt mit meiner Icon an. Steht sie auf einer Innenverteidigerposition oder im Tor? Ich löse es jetzt auf. Sie steht bei mir im Tor. Und es ist Gianluigi Buffon. Und ihr seht, Rice ist Full Chemie. Rafinha ist Full Chemie. Frimpong und Grimaldo brauchen jeweils noch einen Chemiepunkt. Diese Chemiepunkte hole ich jetzt entweder mit der Bundesliga ran oder mit Nation links. Und ich gehe auf... oh, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Auf die Nation links. Auf der rechten Innenverteidigerposition Ake. Damit ist Ake Full und Frimpong ist Full. Und auf der linken Innenverteidigerposition habe ich dann noch einen Spanier. Die Frage ist, wer es ist. Es ist Azpilicueta in seiner Total Rush Karte. Da ist er und damit ist das Team vollständig und auf 33 Chemie, Freunde. Crazy, ja, es war ja klar, dass die Icon kommt. Wofür Icons aufschreiben? Ich schreibe sogar manchmal Icons auf und ich habe sogar, wenn ich Icons aufgeschrieben habe, war es richtig oft in Form zufälligerweise. Heute habe ich mir nicht getraut, ein Icon aufschreiben, habe ich noch nicht. Perfekt. Okay, wichtig. So okay, wichtig. Buffon steht. Ich habe ein Tor verbrochen. Einfach sogar Non-Rare, Digga. Alles probiert. Ich dachte auf Tricky. Egal. Van Dijk noch keinen Bock gegen ihn gehabt und Azpilicueta wegen Special Card. Digga, die baiten einen schon immer diese Special Card. Also immerhin kann ich auch nochmal einen Joker drücken. Nicht in der Innenverteidigung, Bro. So, Special Card war ehrlich nicht schlau. Man will unbedingt, damit das Team bunt ist und cool aussieht, aber das wird halt auch... ja, Bro, hätte ich jetzt hier noch eine Goldkarte eingebaut, dann hätte das nicht so fresh ausgesehen. Weißt du, dann wäre die ganze Abwehrreihe Gold gewesen. Ich hasse sowas doch. Naja. Und deswegen fliegt Azpilicueta jetzt raus. Du weißt, ich liebe Eventkarten, ne? Immer diese frischen Events, also die baue ich immer gerne ein. Nein, Mann, das war nicht schlau. Bronze-Torhüter jetzt hier noch in die Innenverteidigung. Aber ich kann ja noch was bei dir erraten. Das ist auch nochmal gut. Und deswegen habe ich drei Top-Tipps nochmal mitgebracht. Das sind meine drei Tipps. Ah!
ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass sogar noch eine Liga fehlt und dass die MLS-Frauen noch nicht voll sind. Ich mache die MLS-Frauen voll. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der so kein Problem damit hat, wenn Frauen im Tor sind. Deswegen nehme ich auch eine, nämlich die gute Berger ist im Tor. Sind damit die Frauen voll? Und, ja, jetzt sind die Frauen voll. Jetzt brauche ich keine Frauen mehr. Jetzt brauche ich meine neue Liga. Könnten auch Frauen werden. Werden es aber nicht tatsächlich. Das ist auch riskant schon wieder, aber wer nicht riskiert. Sag mir die Liga. Wir gehen mit Premier League, ja. Van Dijk und Van de Ven. Einen hätte ich doch noch haben können jetzt. Den Torwart hätte ich gar nicht mehr haben können. Dann hatte ich Dudek. Dann hatte ich Sauerbrunn in der Innenverteidigung, weil mit ihr wären auch alle Frauen auf Full gewesen und sie auch. Und dann bin ich mit Saliba gegangen. Wieder wegen Frankreich. Mbappé hat mich so auseinandergenommen, ne? Jetzt schon im Teambuilding. Ich will nicht wissen, was der jetzt im Game mit mir macht. Oh, Mann. Vor allem gegen meinen Torwart. Der Endgegner darf mitspielen. Ja, du hast richtig geile Angreifer mit Mbappé und so. Und dann auch noch Van Dijk in Innenverteidigung fürs Verteidigen. Das ist komplett krass. Okay, ja, okay, geil. Okay, ja, wird fresh, glaube ich, hoffentlich. Ja, jetzt mir meine Bronzekarte auch egal. Jetzt bin ich zufrieden mit den Teams. Ja, normal, ich wäre auch zufrieden. Ich würde sagen, ich lade dich ein. Mal gucken, wer hier heute gewinnt und wer hier discarden muss. Let's go, Freunde. Freunde, das Klassiker-Duell. Prawns gegen Wakes. Heute geht's wieder los. Und Redmayne steht wieder mit drin. Alter, wie sieht dein Team aus? Mbappé, De Jong, Van Dijk, die drei reichen schon. Ja, Van de Ven ist auch heftig. Also, das sind schon echt gute Spieler, auch gut gebalanced und so. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's! Auf geht's. Frankie. Van de Ven hatte ich sogar in meinem Weekend League Rewards letzte Woche. Der war sogar 250k oder so. Das war voll geil im Dreier-Set. Ja, du hast immer auch zwei, noch nie was Gutes im Dreier-Set gesehen. Ja, Mann. Aber okay. Hör mal auf! Er fängt jetzt schon an, diesen Ball hochzuflicken. Ich hab Schiss. Hoppa! Nee, Buffon, Bro. Buffon ist der Einzige, der so eine Welle hält. Und du hast Van Dijk. Ecken eigentlich Safe-Tor. Ah, ich hab nicht eingestellt. Ich muss gleich wohl Pause drücken nochmal. Stark. Boah, der ist so krass. Wird's kochen. Ah. Ja! Nein! Wir sind zu viel gechillt mit Torwart. Nein, jetzt. Boah! Der war mal gut. Oh, er wird aufgeholt! Ist egal. Ist nicht egal. Bro, man denkt, man ist durch, ne? Aber es gibt keinen durch. Es gibt echt keinen durch. Kommt eine AK angelaufen, der ist viermal so schnell wie ein Mbappé. Oh, nee, nicht so. Buffon hält den fest, ganz locker. Dadurch, dass er achtmal aufgekommen ist, da kommt dann immer so richtig schlecht, leider. Einfach nicht mal der Trade wurde aktiviert, ne? Nee, kam nicht mal auf dem Kopf einfach. Jetzt. Boom! Nein! Hast du gemoved? Ja. Ja, sonst wäre er drin. Sonst wäre er 100% drin gewesen. Jo. Level, kannst du mal was machen vielleicht? Oh mein Lachen Gott. Oh mein Gott. Ey, du fandest so gut, ey, auf der Linie. Nein! So Idee gehabt. Boah. Ja, okay. Der war nicht schlecht. Ich mein's ernst. Komm doch mal aus dem Quark, Bro! Man hat gar keine Angst mehr, wenn der Gegner auf die Viererkette zuläuft. Weil die eh alles cool ready machen. Man kann eh nicht vorbeirennen. Zack, sogar Orkla verteidigt gut. Ach, Bruder, und wenn man dann einmal durchkommt im Grünteil findet, schießt ihn trotzdem nach China. Weil er unter Druck ist, weil Torwart von hinten angerannt kommt. Boah! Das war. Oh mein Gott. Torwart. Ah, ich bin auch schlecht, Digga. Tschüss! Rafinha ist der schnellste Spieler der Welt! Mach ihn! Nein! Ey, du hast doch einen Zwerg da im Tor! Der muss den nur platziert im Winkel hauen, dann ist der Ball drin! Oh, klar hat die nicht geblockt, aber Buffon ist da! Mit Rot! Ey, wir können hier alles ungefährlich sein in diesem Match. Okay. Nein! Ich glaube, der war eben abseits oder so. Ja, war abseits. Deswegen kein Wunder, ist kein Problem, dass der Fallrückzieher nicht gut war. Mach dir nichts draus. Ja, nein! Und jetzt ist es der Ball nach vorne und Smith macht das im Alleingang. Oh, 1-0 in der 85. Minute ist das bitter. Gott, sie jemand runtergerissen. Okay. Cantona, geh. Was ist das für ein Ball, Bro? Den spiele ich besser, Real Talk. Nee. Komm schon. Nee.
Feierst du Abwürfe? Gute Abwürfe? Bruder, er hat einfach einen Abwurf gemacht und daraus ist Mbappé durch gewesen. Und jetzt steht es hier 2-0 und ich muss zwei Spieler discarden. Das ist unfair, Bro. Mit Abwurf? Ja, oder du bist der macht immer Anschlussbank bei SPBs. Deswegen mache ich auch mal Abwurfbank gegen dich. Was ist Abwurfbank? Davon habe ich noch nie gehört. Gibt's das wirklich oder verarscht du mich gerade? Nein, also den kennt, glaube ich, keiner. Ich hab den letzten Mal schon echt gegen Tabak zu einem Tor gemacht. Ich sehe gerade in der Wiederholung, was du da gemacht hast. Was ist das denn? Das ist Abwurfbank einfach. Der ist ehrlich super. Ich kann nicht mehr. Er hat irgendwelche Bugs. Was ist das wieder für ein Buggy, ey? Geh, Kilian. Ach, Digga. Ja, das ist Ballkontrolle wie ein labbriger Toast. Tschüss, was passiert hier jetzt aber schon wieder? Ja, GG. GG, Mann. Cool, bis zur 84. Minute sahst du aus, ob ich hier gewinnen kann. Plötzlich liege ich 0-2 hinten und muss zwei Spieler discarden. Was ist das hier schon wieder, Mann? Ich kann das. Ey, Bro. Zwei Picks. Ich bin sehr gespannt, wen du triffst. Freunde, ich habe mein Team umgestellt. Ich weiß nicht, was ich anders machen kann. Ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Und ich hoffe einfach, dass du irgendwie einen Bronze-Spieler triffst. Oh, zwei Picks. Ich habe die 4-4-2. Sag an. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn es der Bronze-Spieler ist, habe ich ja noch einen Pick. Vielleicht doch irgendwie was Geiles mitzunehmen. 4-4-2. Gut, dann machen wir heute mal diese. Hab auch bei Bock drauf. Wir nehmen linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld. Yo! Yo, Bro! Yo, ich hatte so gehofft, dass du drauf gehst, dass ich stehen lassen habe. Mein Torwart stand im Sturm und Ake stand im Sturm und der nimmt LM und RM. LM direkt Tchouameni getroffen. Total Rush, gerade gekauft für 600k. Und RM ist dann auch noch McManaman, auch gerade gekauft für über 100k, 710k. Nein, nein, Bro, nein, 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 nein. Doch, das macht doch schon wieder Bock. Das 710k mit zwei Picks. Das sind meine mit die besten Spieler aus dem Team, ne? Ja, okay, Cantona, Vini sind noch besser. Und dann kommt, glaube ich, auch schon Tchouameni. Geil. Machen eine SBC fertig. Das war mal wieder ein Bruch hier. Einmal wieder gebrochen im SBB, geil. Ja, ist halt wirklich wieder traurig, ne? Gerade gekauft den Tchouameni, gerade gekauft McManaman. Und so schnell verbrennt man die beiden. Wieder an die Wand gefahren. So, weg sind sie. Lasst ein Like da, Freunde. Mitleids-Like. Ja. Lasst ein Abo da. Ey, du hast die letzten Worte, Danny. Sag was. Ja, gefühlt gehen jede Woche Millionen weg, Digga. Das ist auf einen Monat gerechnet, ist schon immer sehr viel. Also ja. Ja, cool, cool. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Haut rein. Ciao.